So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Mittwoch. Es ist selbstverständlich die Ernährung, meine lieben Freunde. Wir stehen in meiner Küche. Und heute gibt es eines der leichtesten, einfachsten Rezepte, die ihr euch vorstellen könnt. Und zugleich ist es eins der leckersten, weil es so unglaublich besonders schmeckt. Weil es so schmeckt, als wärt ihr wirklich ein richtig, richtig guter Koch. Und ich meine es wirklich ernst. Wenn ihr das Rezept macht, wie gesagt, einfacher geht es gar nicht. Macht es jemandem und der wird denken, wow, du kannst aber fantastisch kochen. Das ist kein Scherz. Das ist ein Rezept, was ich ewig kenne, was ich mir immer wieder so gemacht habe. Damals auch, als ich Mara kennengelernt habe, habe ich genau solche Rezepte gemacht. Und es ist ein geiles Rezept, ein absolutes geiles Rezept, weil es günstig ist. Es ist unfassbar einfach. Es ist integrierbar in die Fitnessernährung. Es hat wirklich absolute Top-Nährwerte und lecker. Also das Lecker ist ganz weit oben, meine lieben Freunde. Bevor wir starten, heute ist das erste Fensterchen unseres Weihnachtskalenders. Ihr wisst, wir machen das jedes Jahr, dass wir einen Weihnachtskalender haben. Und an jedem Tag, also auch wenn kein Video kommt, deswegen schaut bei Instagram bei uns vorbei, jeden Tag gibt es ein Whey-Produkt, also die Perfect Proteine, weil Whey drin ist, die Iso-Whys und die Perfect Whys. Jeden Tag gibt es eine Sorte davon zu einem wirklich unschlagbaren Preis. Das heißt, ihr könnt euch das wirklich holen, euch damit zudecken und solange der Vorrat reicht. Weil ich weiß ganz genau, es wird bei einigen Geschmäckern, ich muss heute ein bisschen was dazu reden, bei den nächsten Tagen, keine Sorge. Es wird einige Geschmäcker geben, die wirklich in recht kurzer Zeit bei dem Preis ausverkauft sein werden. Deswegen sage ich das dazu. Und heute starten wir eben, weil ich im Video das ankündigen will, mit einem meiner absoluten Lieblingsgeschmäcker, einem meiner Lieblingsprodukte, und zwar Bambini Schokolade von Perfect Protein. Eben nur solange der Vorrat reicht. Nur heute für diesen Preis. Und morgen gibt es schon wieder ein neues Fensterchen mit einem neuen Produkt. Also viel, viel Spaß dabei. Wir haben da einfach riesen Freude bei diesem Weihnachtskalender. So. Jetzt kommen wir zum geilen Rezept. Heute gibt es ein Kichererbsen-Curry. Also ein wirklich auch ein typisch indisches Rezept, das perfekt in unsere geilen Rezepte passt. Ich fange direkt mal mit dem G an. Ist das Ganze günstig? Absolut. Da sage ich euch mal, was wir dafür brauchen. Kichererbsen, eine Dose, 450 Gramm ungefähr. 450 bis 480 Gramm haben die ungefähr. Super günstig. Wie gesagt, ich blende euch die ungefähr Preise ein. Einfach. Das sind zwei große Portionen. Das sind zwei sehr große Portionen, meine lieben Freunde. Eine Dose. Wir brauchen eine Dose Kokosmilch. Ihr könnt natürlich, wenn ihr die Fette offen habt, eine normale nehmen. Aber schaut wirklich mal, es gibt überall bei Asialäden eine Light-Variante und die hat ungefähr nur ein Viertel der Kalorien und schmeckt eigentlich genauso. Deswegen, wir nehmen hier für die Berechnung wirklich eine Dose Kokosmilch, also wie gesagt, eine Dose Kokosfett sozusagen, Kokosmilch, Milch, wenn die dann so genannt. Eine Dose, 400 Milliliter in etwa, am besten die Light-Variante. Wie gesagt, spart euch da wirklich sehr, sehr viele Kalorien, aber auch günstig. Im Asialaden schaut da wirklich mal vorbei. Wir brauchen ungefähr 100 bis 125 Gramm, also wirklich so eine Packung. Ich würde euch hier wirklich empfehlen, den frischen Blattspinat zu nehmen. Ihr könnt auch den gefrorenen nehmen, aber der frische schmeckt einfach, weil er noch ein bisschen frischer ist, weil wir ihn recht spät dazu tun, einfach ein bisschen besser. Aber wie gesagt, ein bisschen gefroren geht auch. Wie gesagt, mit dem Frischen auch günstig, gibt es überall das auch. Ein bisschen Tomatenmark, 15 Gramm in etwa. Tomatenmark kostet so gut wie gar nichts, 15 Gramm kommt dazu. Wir brauchen ein bisschen Zwiebeln, Knoblauch und ein bisschen Ingwer. Auch das, eine halbe Zwiebel, eine 1, 2, 10 Knoblauch, je nachdem, was ihr noch vorhabt. Und auch so ein kleines, ich mache das wirklich nach Gefühl, und ein bisschen Ingwer einfach dazu. Ingwer könnt ihr auch als Pulver nehmen. Frisch schmeckt besser, das muss ich absolut sagen. Und Knoblauch und Zwiebeln, ihr wisst, für meine Finger, weil ich das einfach nicht mag, wenn das danach riecht. Ich nehme das Gefrorene, schon Gehackte, aber selbstverständlich könnt ihr es auch hacken, dann ist es auch günstiger. So Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer. Ein bisschen Currygewürz, auch da gibt es Riesenunterschiede. Denkt dran, Curry ist kein Gewürz, sondern eine Gewürzmischung. Also auch da schaut mal, was gut ist. Also gebt auch ruhig mal, auch wenn es günstig sein kann, gebt auch mal ruhig etwas mehr Geld aus. Ich kann euch zum Beispiel auch eine Currypaste empfehlen. Irgendwie ein grünes Curry oder ein rotes Curry, das passt. Das ist wirklich noch leckerer. Also wie gesagt, Curry, irgendein schönes Curry. Ich nehme gerne noch ein bisschen Koriander dazu. Den Witz mache ich jetzt nicht mehr. Ich nehme noch ein bisschen gerne Koriander dazu. Aber tatsächlich hier als Pulver. Und ich glaube, dann haben wir alles. Kamil, haben wir alles?
Genau, dann haben wir alles. Wie gesagt, günstig, geh, absolut abgehakt. Die Lebensmittel gibt es auch eigentlich überall. Oder in einem gut sortierten Supermarkt kriegt ihr auch die Kokosmilch und so weiter. Kriegt ihr alles so. Kommen wir zum ewig einfach. Und hier können wir recht schnell durchgehen, weil es unfassbar einfach ist. Zwiebeln, Knoblauch und Ingwer. Wie gesagt, in die Pfanne. Ihr könnt auch eine normale Pfanne nehmen. Braucht keine Wokpfanne oder irgendwie sowas. Kommt rein, ihr braucht kein Fett. Das Ganze etwas anrösten. Wir brauchen die Röstaromen von allem. Dann ich mache ein bisschen Wasser rein, damit sich das alles einfach besser verrührt. Und eben dann um die 15 Gramm Tomatenmark. Das Ganze ordentlich anschwitzen. Das muss sich alles, das ist der Geschmack. Hier steckt der Geschmack drin. Und dann die Kokosmilch drüber. Das Ganze erstmal aufköcheln lassen, damit sich das alles verbindet, damit das alles sämig wird. Glaubt mir, wenn ihr das schon probiert, ein bisschen Salz noch dazu, ein bisschen Curry dann eben dazu, ein bisschen Koriander, fertig. Ihr braucht keine anderen Gewürze, gar nichts. Probiert das mal, ihr denkt, wow, was habe ich da gerade kreiert an Unglaublichkeiten für den Gaumen. Also es wirklich schmeckt eben wahnsinnig besonders einfach so. Wie gesagt, das etwas aufköcheln lassen, etwas reduzieren lassen, damit es etwas dicker wird. Dann könnt ihr eben den Blattspinat einfach reinnehmen. Ihr denkt erstmal, es ist viel zu viel. Er wird so unglaublich klein. Deswegen könnt ihr Step by Step einfach den ganzen Spinat da reinpacken. Also 125 Gramm in etwa. Und dann kurz vor knapp, wenn das schon richtig dick ist, dann kommen die Kichererbsen noch mit rein und die brauchen dann mit allem nochmal so 5 Minuten. 5 Minuten einfach das Ganze ein bisschen köcheln, ein bisschen abschmecken, ein bisschen Salz, nochmal ein bisschen nachwürzen, fertig. Das war's. Also es ist, einfacher geht es nicht. Und ihr könnt es nach Gefühl machen, ihr könnt nichts falsch machen. Ihr könnt mit keinen Gewürzen was falsch machen, gar nichts. Die Mengen sind perfekt, also wie gesagt, ihr müsst nichts abmessen oder irgendwas. Dose, ne? Nach Gefühl, also da gibt es nichts abzumessen, nichts vorzubereiten, gar nichts. Alles rein, aufköcheln, fertig. Wenn ihr das anrichtet, sieht es unglaublich schön aus und zum L kommen wir gleich so. Ist das Ganze integrierbar in die Fitnessernährung? Das Ganze sind für mich 2 riesengroße Portionen. Ich blende euch mal für beide Portionen ein und dann pro Portion blende ich das Ganze ein. Wir haben um die 400 Kalorien. Denkt dran, Kichererbsen, Naturprodukt, schwanken extrem. Also macht euch da nicht verrückt mit den Nährwertangaben. Die schwanken extrem. Warum das so ist, ganz wichtiges Video oben. Da erkläre ich eben, warum die einen Kichererbsen mehr oder weniger Kalorien haben und so weiter. Schaut euch das an. Macht euch aber auf jeden Fall nicht verrückt. Deswegen ungefähr Nährwerte. Ungefähr Proportion um die 20 Gramm Eiweißproportion. Eine gute Menge aus den Kichererbsen. Spinat hat Eiweiß. Also eine schöne Kombination aus guten Aminosäuren. Wir haben ungefähr 37 Gramm Kohlenhydrate und hier sehr viele Ballaststoffe. Viele, viele Ballaststoffe, die einfach dafür sorgen, dass ihr lange, lange, lange gesättigt seid, dass ihr nicht schnell Blutzucker hoch, Blutzucker runter, müde werdet. Deswegen, das ist so ein typisches Mittagessen bei mir. Das gibt mir lange Energie, ich bin sehr, sehr lange satt. Viele, viele Ballaststoffe und Fett um die 16 Gramm und hier gute Fettsäuren. Also aus der Kokosnuss sozusagen, die etwas kleineren gesättigten Fettsäuren, die MCT-Fette, geben gute Energie, lange Energie und ihr könnt wirklich super durch den Tag kommen damit. Nährwerte absolut top. Absolute Top-Nährwerte, deswegen das I integrierbar in die Fitnessernährung, absolutes dickes, also dicken Haken und ist das Ganze lecker, habe ich am Anfang schon gesagt, ist wirklich eines der einfachsten und zugleich leckersten Rezepte, die ich kenne. Ich liebe dieses, einfach dieses Besondere, es schmeckt. Jeder, der mal beim Inder war, denkt, wow, also es gibt ganz, ganz viele, die zum Inder gehen und denken, ich kriege das zu Hause niemals hin. Hier ist es so lecker und gehen dann immer zu Inder. Ihr könnt, also Indisch ist so einfach eigentlich, weil eben, ihr braucht nur ein bisschen, ihr braucht eben meistens irgendwie wie Kokosmilch, ein gutes Curry und dann schmeckt es eben schon genau so, wie ihr es haben wollt. Deswegen so unfassbar einfach, deswegen auch der Titel, so wird jeder zum Fitnesskoch, meine lieben Freunde, weil es so einfach geht. Unfassbar lecker, in diesem Sinne. Abonniert den Kanal, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei, denkt an das Türchen, freut euch auf das morgige Türchen. Und wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, euer Simon. Und es ist vegan. Ist es absolut. Stimmt. Vegan.